Ich habe meinen Bachelor auch an der Hochschule Esslingen gemacht und habe danach das Interesse gehabt, den Master weiterzumachen. Und da gab es dann für mich zwei Alternativen, einmal Ressourceneffizienz im Maschinenbau und Smart Factory. Und da ich auch aus der Produktion komme, hat mich das dann mehr gereizt, Smart Factory weiterzumachen. Ich interessiere mich auch sehr für die Produktion, könnte mir mal vorstellen, Betriebsingenieur zu sein oder in der Qualitätssicherung zu sein. Ich interessiere mich sehr für den Bereich Factory, also ich habe aber eine Werkstattstelle in der Produktion und für mich ist Smart Factory einfach unabdingbar für die weitere Zukunft der Produktion. Also ich habe auch in der Hochschule Esslingen Wirtschaftsingenieurwesen studiert, habe dann ein Jahr gearbeitet und dort halt festgestellt, dass mich das Thema Automatisierungstechnik und IT noch mehr interessiert und deswegen dachte ich, komm, mir hat es in Esslingen gefallen, ich mache hier gleich weiter mit dem Master Smart Factory. Für Smart Factory habe ich mich entschieden, weil ich einfach einen zukunftssicheren Studiengang darin gesehen habe. Interessante Themen, sowohl von technischer Seite, aber auch Informatikseite, wo einfach ganzheitlich das Ganze abdeckt und in meinen Augen ich dann einfach gut für die Zukunft vorbereitet bin. Jetzt noch schnell bis 15. Juli für den Smart Factory Master bewerben.